Hallo Reptilienfreunde und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sven und das da drin ist Woody. Und Even ist mal wieder in der Schule. Ja, und für alle, die neu hier auf dem Kanal sind, worum geht es hier? Es geht hier um die Dokumentation von einem Bau eines Varan-Terrariums. Ja, guckt euch einfach oben mal in der Playlist mal durch. Da haben wir von Anfang bis Ende, ich glaube, wir sind mittlerweile 26, 27 Videos, zweisprachig, wenn ihr möchtet. Ja. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun würdet, wäre es klasse, wenn ihr unten ein Like da lassen würdet oder auch ein Abo. Das würde helfen, den Kanal ein bisschen weiter zu verbreiten, dass sich mehr Leute sowas angucken können. Es kostet nichts, uns würde es freuen. Okay, und heute geht es um ein bisschen Dekomaterial. Es geht ja langsam dem Ende zu. Okay, bleibt dran, wir sehen uns. Ja, hier sieht man dann mal die Äste, die ich mir besorgt habe. Die sind von einem Pflaumenbaum. Die sind eigentlich super hart und sollten eine ganze Weile halten. Ja, das Ganze musste natürlich erstmal auf Länge sägen. Und wer so wie wir so ein bisschen Outdoor unterwegs ist, dem kann ich nur die Silky Convoy Säge empfehlen. Die ist der absolute Hammer für meine Arbeit. Ja, und jeder, der schon mal so ein Terrarium eingerichtet hat, der weiß, dann geht das große Gebastel los. Man hat verschiedenste Äste. Und dann geht das los, hier hinbauen, da hinbauen, von links nach rechts drehen, rausnehmen, reinnehmen. Ja, so lange, bis man es geschafft hat, irgendwann mal ein vernünftiges Bild zu strukturieren. Klar, dabei muss ich natürlich auch hier und da mal ein Stück absägen. Aber im Großen und Ganzen haben wir das soweit hinbekommen. Klar, fixiert muss das Ganze werden, verschraubt habe ich das Ganze, dass das Ganze eine feste Struktur ergibt. Aber in sich ist das schon eine sehr stabile Konstruktion, die wir da gemacht haben. Ja, ich lasse einfach mal ein bisschen die Bilder sprechen. Ist nichts Besonderes. Ich denke, schaut es euch an. Der ein oder andere wird das Ganze schon kennen. Ja, und hier sie einfach wieder im Einsatz, die Silky Convoy Säge, das ist der absolute Hammer. Also für jeden, der draußen irgendwie mal ein Hölzchen sägen will, besorgt euch das Ding. Das Ding geht durch wie Butter. Ich liebe das Ding einfach. Ja, das war heute mal ein relativ kurzes Video, einfach mal zu sehen, ne, so ein paar Äste, die man hier verbaut. Ja, ihr wisst ja, hauptsächlich habe ich natürlich Korkäste verwendet, ja, die jetzt aber schwierig waren, in großen Längen noch zu bekommen. Ich habe mich jetzt hier für einen Pflaumenbaum entschieden, das ist ein richtig hartes Holz, das sollte für mehrere Jahre hoffentlich halten. Ja, das Ganze ist natürlich noch nicht fertig, wir schwenken mal so ein bisschen. Nicht wundern, das ist heute mal eine ganz andere Perspektive. Ich habe das mal dunkler gemacht, um es mal wirken zu lassen. Ja, hier halt ganz schön zu erkennen. Hier soll ja, wie ich gesagt habe in meinem Thema, diese Dschungelseite sein. Da unten die Wasserseite. Schauen mal hier. Ich schiebe mal hier die Scheiben auf. Dann kann man hier den Teich auch mal sehen. Wie gesagt, es ist alles noch in der Vorbereitungsphase, es kann sich alles verändern. Mittlerweile sind hier ein paar Pflanzen eingezogen, da sind sogar schon drei kleine Guppies drin. Das haben wir gemacht. Und wenn ihr hier so Pflanzen hängen seht, das ist alles im Rahmen einer Testphase. Was mache ich da immer? Ich kaufe mir Pflanzen, die ich meine, die gut sind. So wie hier die Efeutute, hängen die erstmal hin, wo ich meine, es könnte schön sein. Und dann gucke ich einfach über die Tage, wie verhalten die sich hier. Und dann sitze ich morgens beim Frühstück. Ich blende euch mal hier so ein Video ein.
Ja, da sitze ich dann einfach immer und denke drüber nach, gucke immer wieder hin und irgendwann fällt mir irgendwas ein, was ich verbessere oder verändern möchte. Ja, und das ist halt das Schöne an dieser ganz langen Einlaufphase. Ich habe wirklich alle Zeit der Welt, alles immer und immer wieder zu testen. Jetzt habe ich gerade die drei richtig heißen Tage. Da konnte ich wunderbar hier oben die Temperaturen kontrollieren, wann schalten die Lampen ab, welche schalten ab, schalten sie wieder ein, wie verhält sich das mit der Luftfeuchtigkeit, und ich kann sagen, es ist mega. Der Teich verursacht also in der Nacht, sprühe ich überhaupt gar nicht, der Teich verursacht nachts tatsächlich Luftfeuchtigkeiten bis 100%, die ich dann habe bei Temperaturen, jetzt wo es so warm war, zwischen 24 und 25 Grad nachts. Also das ist einwandfrei, das gefällt mir richtig gut. Die Abschaltung der Lampen funktioniert. Die beiden Mischlichtstrahler, die wir da sehen, die werden jetzt noch von der Firma Econlux netterweise ausgetauscht. Die Abschaltung funktioniert. Ja, wie gesagt, wir gucken hier nochmal. Ich hoffe, man sieht es ganz gut durch die Scheiben. Also es ist schon sehr, sehr dicht geworden. Ich habe zugesehen, dass ich solch Laufwege, nenne ich das jetzt mal, versuche durchs Terrarium zu bauen, dass die Pflanzen nicht ganz so malträtiert werden. Ich hoffe, die werden noch angenommen. Ja, aber was ist mir aufgefallen? Mir ist jetzt natürlich aufgefallen, dass es nicht immer die Äste gibt, die man haben möchte. Speziell jetzt in diesem Terrarium, ne, wo ich ja darauf achten muss. Wir gehen mal wieder hier hin. Das dort hinten. Und hier sind ja zwei stehende Elemente, dass ich dort noch vernünftig zum Putzen hinkomme. Brauche ich quasi genau die Äste, die ich mir im Kopf vorstelle, und die müssten womöglich auch noch entnehmbar sein. Also, was habe ich mir da überlegt? Es gibt im Internet so viele geniale Videos, wie man sich Dschungellianen selber baut. Ich werde das mal in dem nächsten Video, werde ich das wahrscheinlich mal angehen. Ich zeige dann auch den Link dafür. Es gibt da Unmengen. Und dort werde ich mir richtig schön breite Lianen bauen, die ich mir hier selber flexibel so hinbiegen kann, wie ich es haben will. Und dann habe ich es genau so. Und ich kann mir hier dann hinterher die Sonnenplätze wieder hinbauen. Ja, das wird eins der nächsten Projekte sein. Wie gesagt, seht das immer nicht, bitte nicht als fertig. Ne? Seht das nicht so, dass die Sachen hängen bleiben. Es ist alles ein Ausprobieren. Und irgendwann mal, wenn wir sagen, jetzt ist go, dann ist das Video zu Ende oder der Bau zu Ende. Lange dauert es nicht mehr. Okay, falls euch das gefallen sollte, wäre nett, klickt unten einfach auf den Daumen, es kostet nichts. Abonniert das Ganze, es wird noch eine Menge mehr kommen. Wir bedanken uns, Even ist zwar in der Schule, aber der sagt auch immer Danke. Wir sehen uns, macht's gut.